Das bedeutet, wir schnappen uns jetzt die Vögel. Du holst dir aus der Werkbank gleich das Pelz, was ich da schon gemacht habe. Und dann können wir eigentlich mal dahin fliegen und Öl einsammeln und unterwegs vielleicht noch ein paar Pelztiere Okay, gebt töten. mir 5 Minuten, ich muss kurz hier ein Ausnahmsweise. bisschen farmen. So, los geht's. Schneeberg. Jo, aber wir fliegen hier an der Küste entlang. Außen. So ein bisschen zumindest. Siehst du mich noch? Ja, ein bisschen. Okay. Dann schauen wir mal, wie viel Öl das wir da finden werden. Bei den Pinguinen gibt es eine Besonderheit. Da gibt Baby-Pinguine, jugendliche Pinguine und heranwachsende Pinguine und erwachsene Pinguine. Man kann nur die Erwachsenen zählen. Okay. Ich werde da vorne gleich mal landen. Da unten, wo der Strahl ist, ist eine Ruine. Okay, ich komme gleich. Meine kleine Vase. Oh nein. Vogel, mach was. Dummes Tier. Also hier vorne durch, hier ist die Vase. Wer will hier frech werden? Am besten Was? landen. Das sind ja Ameisen. Okay. Gehen wir Okay. weiter? Gut, ja. Also fliegen. Ja, ist bequemer. Ein wenig. Gehen ginge auch, aber zu viel Zeit habe ich heute noch. Siehst du da vorne auf der Landzunge den Felsen? Da, wo noch kein Schnee ist, ja. Da landen wir. Okay. Die Gegend da ist relativ gefährlich. Da gibt es sowohl Pflanzenfresser als auch sehr viele Fleischfresser. Meistens ein und zwei T-Rexe, ganz viele Raptoren, Agentaren, Skorpione. Also hier geht es manchmal richtig zur Sache. Und da ist ein Gletscher.
Also da ganz außen rechts, links, der Eisberg, da müssen wir hin. Im Wasser, auf den kleinen. Okay. Oh, da ist ein Alpha Kano. Level 16. Das ist nix. Raptor. Das sind 15 Raptoren. Gefühlt. Siehst du dich schon um? Natürlich, ist nur ein Aventaris da. Nee, ich meine bezüglich Vorbereitung auf die Kälte. Ach so, umziehen. Ja, könnte man machen. Gut, dann los. Wieder ein bisschen nebelig. Ja. Da auf dem Eisberg ist es eigentlich auch nicht gefährlich. Aha, und jetzt ist mir plötzlich kalt. Obwohl ich wärme angezogen bin. Ja, immer noch? Ist das die Schneeflocke oder der die Eiswürfel? Der Eiswürfel. Okay, dann fliegen wir wieder zurück. Echt? Ja. Das bringt sonst nichts. Du stirbst mir sonst noch da hinten weg. Wir fliegen da hinten Richtung grünen Strahl. Auf dem Berg. Liegt das jetzt rein an der Kopfbedeckung oder wie? Ja, und Hände. Die werden ja auch noch. Du weißt doch, über den Kopf verlierst du die meiste Wärme. Wo bist du? Hier oben. Ach. Du fliegst immer über mir und ich sehe dich nicht mehr. Ich flieg gerne höher. Ist auch in der Regel sicherer. Das sind Drechsel. Zumindest eine. 36. Okay, wir fliegen aber da hinten hoch. Dann gucken wir. Hast du immer noch die Eiswürfel, jo, oder? Habe ich immer noch. Oh, guck mal, hier ist noch eine Vase. Zack. Wo bist du? Frage ich mich auch. Rechts von dem grünen Strahl. Flieg über den grünen Strahl drüber. Flieg mal höher. Links, ja, geradeaus. Okay. Ah, da. Und du hast bestimmt immer noch einen Eiswürfel, oder? Jetzt wieder. Also ich hatte ihn kurz weg. Wobei... Aha. Musste kacken. Sammel mal die Vase ein. Gucken wir gleich mal weiter. Mal, dass ich ein paar Pelztiere finde. Oh, hier schneit's. Ja, sicher. Sehr cool. Hm. Okay, jetzt habe ich auch einen Eiszapfen. Aber es sind Mammuts. Mal gerade, welches Level die haben. 44 und 56, das war ja klar.
ich meinen Vogel hochhalten. Oh nein, Mist. Ich habe keine Metallbarren dabei. Ja, lustig. Okay, ich komme zurück zu dir und dann fliegen wir trotzdem dahin. Wir müssen halt unser Leben im Auge behalten. Bist du noch da, wo du warst? Nee, ich bin ein bisschen weiter rechts. Ich habe hier gerade eine Schildkröte. Okay. Ah ja. Ich sehe es, ich sehe es. Ah, hier ist auch noch was. Noch so eine Dose. Matthias. Moment. Wo bist denn du? Rechts von dir. Rechts hinten. Quasi. Unten. Auf dem Felsen. Ah, da. Neben mir ist eine Säule und neben der Säule ist eine Kiste. So, dann fliegen wir mal hin, oder? Okay. Probieren wir es mal aus. Was geht denn dann runter? Mein Plus unten wahrscheinlich. Ja. Okay. Das geht runter. Wenn das bei der Hälfte ist, musst du wegfliegen. Aktuell habe ich jetzt nur eine Schneeflocke. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch, weiß ich nicht, die Höhe. Naja, glaube ich nicht. Eher das Wetter, weil es ja jetzt am Schneien war. Es ist jetzt minus 5 Grad. Und dann kommt es noch drauf an, wie stark du Resistenz geskillt hast. Ich habe das auf 15. Kann ich dir gerade nicht sagen. Da bist du. Wie es aussieht, gibt es hier keine Pinguine. So, diese dunklen Steine sind Ölsteine. Okay. Die mit der Spitzhacke abbauen. Im Moment gibt es hier keine Pinguine.
wir kriegen da ganz gut Öl raus. Ja. 300. 400. Nee, 500, 600. Ja, das war gerade auch tatsächlich ein kleiner. Ich flieg mal kurz rüber auf die andere Insel, ob da Pinguine sind. Ja, da sind welche. 2, 3, 4, 5. Ist gefallen wie ein Stein. Der Pinguin. Der Arme. Soll ich auch rüberkommen, oder? Nee. Sind entweder... ja, tot schon. Und gezähmt. Flieg sonst noch mal kurz zu einer anderen Insel. Aber ja gut, die Ölfelsen könntest du auch hier dann abbauen. Da habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Ich gucke noch nach einem Weibchen. Pinguin. Okay. Hier sind noch mal welche. Dass da ein Weibchen dabei ist.
Ja, Resistenz ist bei mir auch bei 15,2. Was bist denn du da hinten? Da ist ein Vogel. Pelagornis. Hier ist auch noch eine Kiste. Moment. So, ein Männchen und ein Weibchen. Die anderen sind tot. Wo bist du? Noch ein Stück weiter im Norden, auf einer kleinen Insel. Am hohen Hügel oder wie? Oder? Ja. Genau. Du bist schon richtig. Ich hatte noch Gamma an und ich habe mich schon gewundert, warum das so grell ist. Geh mit dem Vogel drüber. Dann kriegt er das auch. Willst du das auch? Der hat das zu wollen. Ah, hier sind noch Pinguine. Machst du die noch platt? Also auf der anderen Seite der Insel. Okay. Mach ich gleich. Am besten greifst du dir die im Vogel. Und beiß dann zu. Greifen und dann anbeißen. Mhm. Dann fallen die nicht weg, oder wie? Die fallen erst runter, wenn sie tot sind. Okay. Das Polymer, das brauchen wir. Das ist wichtig. So, wo seid ihr, ihr kleinen Pinguine? Hier auf der anderen Seite. Oh, hier sind auch noch irgendwie Ruinen. Das ist, glaube ich, auch nochmal was. Ja, so klein sind die nicht, die sind so groß wie ich. So, dich kriege ich auch noch. Ach, das war nix. Gut. Ich denke, wir waren erfolgreich. Und können uns auf den Rückweg machen. Oder? Warte. Da versteckt sich noch einer. Hier sind noch mehr, die sich verstecken. Auf dem Hügel.
auf dem Hügel. Hier ist ein ganzer Haufen. Ich hab gar nicht gesehen. Das ist ein roter Fisch. Tatsächlich. Und der ist tot, oder? Ja, das ist ein toter Hai. Tot. Deshalb ist das so rot. Gefressen? Ach so, du hast ihn gefressen. Jetzt noch einer ist. Keiner mehr. Auch nicht. Gut. Dann würde ich sagen, tanken wir auf und dann geht's wieder zurück. Schon dabei. Achso. Ich kann dir noch eine Höhle zeigen. Die ist sowieso hier vorne. Und man muss aufpassen, jetzt, wenn du auf diesen Berg mit dem Obelisken guckst, die linke Flanke, die da kann schon mal auch ein Giga sein. Also um den Berg herum. Obelisk, Obelisk. Da, wo ich jetzt hinfliege. Fliegt sie hin? Über dir. Siehst du mich? Jetzt ja. Zeige ich dir kurz noch die Höhle, die eine. Die müsste, oder nee? Ach nee, ich glaube, die ist eins weiter, oder? Ach nee. Die ist eins weiter. Okay, dann zurück. Genau. Oh, die ganzen Bäume sind tot. Ein Schaf. Hier. Und hier ist noch eine Kiste. Da hinten ist ein Mammut. Nimm dir die Kiste. Und hier ist ein Schaf. Muss es aber töten. Nicht abbauen, das machen wir mit der Spitzhacke. Der Spitzhacke. Abbauen, da kommt nichts. Du musst auch treffen. Ich treffe ja auch. Eingefroren. Oh nein! Was? Mist! Dummdeutel! Verdammt. Falsches Werkzeug. Ich hatte Nee, ich hatte mein Fleisch aufgeteilt und hatte deshalb ein schwarzes Symbol da, dass ich nichts mehr einsammeln kann. Ah, dann hast du nichts bekommen. Nee. Ach, verdammt. Gucken, ob hier noch ein Schaf ist. Schaut hier nämlich sehr friedlich aus, aber... Oh, da ist ein Wolf. 72.
2. Ja, aber das eine ist das Leittier. Ich probiere mal was. Gucken, ob ich es bis nach Hause schaffe. Mit dem Wolf. Jetzt hat die ein Schäflein und ein Wolf. Nee, das Schaf ist ja weg. Und falls du noch ein Schaf siehst, töten und mit der Spitzhacke abbauen. Das war jetzt ärgerlich. So oft findet man nämlich eigentlich kein Schaf hier. Los. So fliegt jetzt. Ah, es gibt Situationen, da können die gut zubeißen. Beim Fliegen. Und wenn er das macht, dann schaffe ich es definitiv nicht. Aber es wird sowieso jetzt ein bisschen eng. Dann muss ich zwischendurch mal landen und den irgendwo abwerfen. Aber rein theoretisch. Na, da unten schlachten sie sich wieder ab. Schon wieder her. Wir müssen bei unserer Base die Zähmfalle an eine andere Stelle bauen. Die ist zu dicht an den Tieren, glaube ich, mittlerweile. Ich weiß eh nicht, ob wir die noch brauchen da drin, weil... Ja. Tu mal, was ich jetzt mache. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Hab ich gerade noch gesehen. Ich flieg an der Küste entlang. Ah, doch, da. Du bist ziemlich genau unter mir. Ah, ja. Wollte schon sagen, eben Wasser da. Schmeißt du den in die Falle rein zum Zähmen, oder wie? Ja. Okay, aber kann der nicht ausbrechen? Nee. Nein, 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 nein. Du dummes Tier. Verdammt. Ja, dann bauen wir die einfach ganz hinten ins Eck oder so. Oder bei den großen Steinen da irgendwo. Ah, jetzt ist mir ein bisschen heiß, ne? Da hat wohl jemand vergessen, sich umzuziehen. Ich habe mich auch noch nicht umgezogen.
wird was. Ich brauche unbedingt mehr Ausdauer mit dem Vogel. Ah, jetzt bin ich über dir. Ob wir das hier nach Hause bringen. Ich glaube, wenn ich jetzt langsam fliege, also normal, dann könnte ich es bis nach Hause schaffen jetzt. Schön. Müssen wir mal gucken, ob wir Fisch haben. Hast du Fisch? Ich habe den Hai abgebaut. Ich weiß nicht, gibt der Fisch? Nee, der Hai nicht. Für die Pinguine. Die fressen Fisch. Bin gleich da. Doch, ich muss Fisch haben. Mein Vogel ist Fisch. Der isst Fisch. Der isst Fisch? Keine Ahnung. Fischfleisch. Woran siehst du das? Immer wenn er isst, steht dran entfernt.
relativ hübsch, der Wolf. Schlaf schon. Du schläfst schon. Nee, er soll schlafen. So. Sieht nämlich schon ziemlich blutig aus. Da hinten klopft sie sich wieder mal um einen. Bin auch leider. Ja, endlich. Ja, 900 Fisch habe ich. Super. Ich hoffe, das reicht, ja. Ja. Ab in den Trog. Das ist bald Baby-Pinguine. Mach mal eine Pinguin-Farm auf. Ein weiblicher Wolf. Toll.